2,3 Millionen haben wir auf dem Deckel. Okay, ich guck mir mal die Bilanz an. So, okay. Das vorherige Jahr 1.522k. Und hier haben wir momentan 894k plus. Das ist recht gut. So, Fighting-Spiele-Trend ist jetzt vorbei. Perfekt. Jetzt hoffe ich, dass ein RPG-Trend kommt. Das wäre echt cool. Und das wäre genial. Und ich hoffe, dass ich dann auch noch gut treffe. Ja, 1,4 Millionen hat mir jetzt schon Knights eingebracht. Hey, hier hat jemand meinen Namen geklaut für Spiel. Knights? Kings. Kings heißt das Spiel. Oh. Was sage ich denn? World Design? Neue Forschung von World Design. So, Knights hätte ein bisschen mehr Erotik vertragen können. Gewalt vielleicht noch ein Stück und die vulgäre Sprache. Keine Ahnung, die Franzosen sind irgendwie total up the way. Die wollen immer mehr, mehr, mehr. So, Vega SG-1000 kommt bald auf den Markt. Ich hoffe, ich versau den Trip dieses Mal nicht. Nicht, dass ich wieder irgendwann wieder ohne Knete dastehe, das wäre so kacke. So. Kommt schon, haut in die Tasten und macht was Schönes. Ja, Fantasy passt ja, kleine Drache, eigentlich recht gut. Vom Monster Hunter. Ja, dürfte laufen. 19k Fans haben wir. Die kaufen mittlerweile jeden Scheiß von uns. So, haben wir wieder eine neue Forschung? Nö, Forschung haben wir noch nicht, aber das Spiel ist gleich fertig. Gleich haben wir es soweit. Und dann können wir hier aufdrehen. So, 95, 96, 98, 99% und fertig. So, ist jemand irgendwo... Oh, hier haben wir ein Level Up im Scripting. Perfekt, auf Level 2. Dann haben wir hier schon mal... Alec, ich mache nur eine Magazinwerbung. 20 Dollar hat hier... Ach, ich bleibe auf 25 Dollar... Das wird ein super Schmankerl. Ich forsche mal World Design. Und ich lasse mir die Wertungen anzeigen. Ah, die UI ist zu wenig, aber... Ah, die UI hätte schon um einiges wichtiger sein müssen. Schade. Aber so hätte man eigentlich eine verdammt gute Wertung. Naja, okay. Rating hat dein Spiel bewertet. Dein Spiel ist für den Weltmarkt zugelassen mit folgender Einschränkung. Everyone, also jeden, yay. Kann ich. Läuft. Boah, das Spiel läuft auch so mit. Ah, hier kann nix. Hier geht nix. Nö, hier auch nicht. Perfekt. Dann habe ich schon mal alle hier parat. Ja, das Spiel bringt uns sogar wieder einen guten Gewinn ein. Bald sind wir auf der 3 Millionen. Vielleicht ein neues Projekt. Was mache ich denn? Ich könnte eine Simulation wieder machen. Management. Ich glaube, dass der Commodore aber bald kommt. Deswegen drücke ich da mal drauf. Professional. The biggest city. Ja, the biggest city. So, ich bin mal wieder maßlos überarbeitet. Wie zuletzt, bitte. Funktioniert auch nicht. Wo bin denn ich noch drin? Darf ich raten, im Level Design? Bin ich aber auch nicht unbedingt gut. Dann nehme ich mal raus hier. Schon habe ich 90. Geht doch. So. Dann können wir ja in die Tasten hauen. So, The Biggest City, eine Management-Simulation. Da ist Game Writing mal nebensächlich. Content Design soll gut sein. Scripting gut. Graphics gut. Gameplay sollte auch besser werden. Machen wir mal so. Ah, nicht Sounds.
Scripting. Gameplay brauchen wir. So, was ist das World Design? World Design ist eigentlich gut. So, was machen wir? AI braucht man nicht. Scripting braucht man nicht. Guten Sound will ich noch. Ja. Ja. Genehmigt. The Biggest City wird hoffentlich ein Erfolg. Wird ein gutes Strategiespiel. So. Regierung. 50k bitte. So, der japanische Raum darf auch wieder mit rein. Oh, nicht so viel. So. Eine Teen-Einstufung wird es kriegen. So ungefähr. Ja, ist eine gute Zielgruppe, würde ich sagen. Da kann man mitarbeiten. So, ich muss mal auf die Uhr linsen. Ist ja nie verkehrt. So, läuft aber soweit. Fantasy-Trend ist jetzt vorbei. Das ist aber schön, dass der vorbei ist. Oh, und schon geht mein Spiel hier in den Keller. Hat mir aber fast 1 Million Umsatz gebracht. Also, und es verkauft sich ja noch weiter. Huch. So kann ich hier scrollen. So nicht, weil ich hier einen zweiten Monitor habe. Das finde ich schade. So. Es wird ein starker Trend für Karibik-Spiele geben. Nein, mein Lieblingssteckenpferd. Oh. Es geht nochmal ein bisschen hoch. Hatte ich hier der Karibik drin? Nee, eigentlich nicht. Ach, das war da mal. So. Marshall McLean. Ich habe wirklich hart gearbeitet und mich auch sehr verbessert. Ich will über mein Gehalt eine Gehaltserhöhung. Sagen wir 100 Dollar monatlich. Junge, du hast jetzt 2 Spiele mit mir programmiert und willst gleich 100 Dollar im Monat mehr? 100 Dollar? Ich hab gute Tage. Hier, kriegst du. Danke, Chef. Bitte. Mach ich doch gern. Ihr seid doch meine, ne? Meine Mitarbeiter. Das muss. Ich bin gut zu euch. Dann seid ihr gut zu mir und dann läuft's. Hoffentlich. So, eine Bombe will ich jetzt nicht hier, aber ja, so was. Und eine rote Schrift, die kann man auch lesen. Oder eine schwarze Schwarznehmer. Die kann man am schönsten lesen. 1 Million hat es mal eingebracht. Wir haben ja keine 3 Millionen mehr. Schade. Bilanz war gut. Die Videospielindustrie wächst. Mehr und mehr Konkurrenz taucht im globalen Videospielmarkt auf. Sie alle sind deine Rivalen. Sie alle werden ihr Bestes geben und sie alle werden jede Menge Spiele entwickeln, die einen großen Teil des wachsenden Videospielmarkts einnehmen werden. Von nun an wird jeden Monat das beste Spiel mit einem Preis ausgezeichnet. Am Ende des Jahres kannst du sogar den Preis für das beste Spiel des Jahres abräumen. Ja, dann hauen wir mal rein, ne? Wir haben echt eine gute Bilanz. Wo ist er denn? Der Spielemarkt? Da ist er ja, der Spielemarkt. Der wird irgendwie so unübersichtlich. Achso, mein Spiel wurde gerade vom Markt genommen. Ach, ich habe gar nicht nachgeschaut. Egal. Wir sind eh gleich fertig mit dem nächsten Spiel. Da ist mir dann wurscht, wie das dann aussieht oder wo die Tendenzen hingehen. Aber die Einstufung ist immer recht gut, was ich hier treffe. Sequels kann ich erforschen. Okay, die Spielindustrie ist ein großes Geschäft und große Geschäfte brauchen Messen. Sie bieten. Oh, okay. Ja, bitte. Ich hätte gern einen 140k-Stand. Fans. Ich will Fans gewinnen. So, Beeindruckung. Du hast gerade dein 10. Spiel fertiggestellt. 10 Spiele in 4 Jahren. Das ist eigentlich schon recht gut. Aber es ist auch mehr oder weniger Qualität dahinter. So, ich mache nur Magazinwerbung. Es gibt keinen Trend für... und keinen Trend für Regierungsspiele. Es sind 2 ähnliche Spiele auf dem Markt. Ich gehe mal vom Preis ein bisschen runter. 20 Dollar dürften reichen. Und dann hoffe ich mal, dass ich gut gearbeitet habe.
Ja, ist schon wieder zu wenig. Aber eine solide 86. Jo. Und eine Teen-Einstufung habe ich auch. Nein. 2700 Besucher und hast 720 Fans gewonnen. Ich muss den Preis doch nochmal ändern. Immer 26. Das dürfte funktionieren. So, oh Mann. Power Age hat kürzlich berichtet, dass wir Ideen von anderen Spielen klauen und damit dicke Kohle machen zu wollen. Und Long Island Ice-Tees am Strand schlürfen. Das ist total falsch. Ich trinke nur Pina Colada am Strand. So ein Scheiß. Ich forsche mal Secrets. Ich guck mal, ob ich die hier trainieren kann. Nö, bis jetzt noch nicht. Meine Programmierer auch nicht. In den Urlaub schicken ginge auch. Dann wären die... Oh, ja, dann machen wir mal das. So, in den Urlaub schicken. Ja, komm. Ja, ein bisschen Urlaub tut dir sicher gut. So, in den Urlaub schicken. Ja, natürlich. Und du auch ein bisschen. Erhol dich. So, muss ich die dann wieder irgendwie zurückholen? Nö. Muss ich nicht. The Biggest City lassen wir einfach mal ein bisschen verkaufen. Ja, es läuft. Es läuft. Secrets haben wir jetzt erforscht. Juhu! Wir haben gleich mal im zweiten Monat des Jahres, wo das mit den Spielepreisen raus ist, gleich mal gewonnen. Yay! Und das dürfte den Verkaufszahlen auch wieder zugutekommen. Habe ich doch recht. Da kommt auch die Liste hoch. So, ist zurück vom Urlaub. Supi. Da geht's ihm wieder gut. So, haben wir... Trend? Eigentlich nicht. Wir haben keinen Trend. Education. Was ist Education? Ich probiere jetzt einfach mal Education, auch wenn ich... School. Champion. Ich nenne es Champion. Ich weiß zwar absolut nicht, was das für eine Art von Spiel ist. Education. Was macht ein Education? Education-Spiele. Ich glaube, da bin ich eher im Design-Genre. Game-Writing ist, glaube ich, nicht so wichtig. Graphics vielleicht noch schön. Sound vielleicht auch belustigend. AI ist, glaube ich, überflüssig. Gameplay kann dafür ein bisschen höher sein. Wenn ich wüsste, was jetzt Education ist, dann... Hey, dann würde ich es ja machen. Dann wüsste ich es ja und würde das wählen. Ich nehme Detektiv, whatever. Aber, keine Ahnung. Bisschen Gewalt. Ja. So ungefähr. Schon dürft Zinder und 1,2 Millionen schon wieder verdient mit Biggest City. Und das ist erstmal die Hälfte. Das geht noch eine Zeit lang so. Alter. Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind ja Millionäre. Wir haben aber auch heute viel Glück. Also, die letzte Ding. Ich brauche wirklich eine neue Grafikkarte. Darf ich eine bestellen? Alter, was ist das für eine Grafikkarte für 1000 Dollar? Alter, ist das ein Prototyp? So, natürlich kriegst du. Musst ja gut arbeiten können, Junge. Und das kannst du natürlich nur mit gutem Werkzeug. Und das ist nun mal deine Grafikkarte hier. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. So. Und jetzt bin ich gespannt. Ich schaue mir noch an, wie Champions hier abschneidet, würde ich sagen. Ich muss ja noch gucken, dass ich das geschnitten bekomme heute. Und natürlich muss ich noch weg und so. Deswegen... Ach komm, kann sich auch... Boah, das hat fast 2 Millionen verkauft. Komm, für 2 Millionen bitte. Komm, weiter. Gleich ist es vom Markt. Nein. Mit einem Gewinn von 1,679 Millionen. Ja, passt. Läuft. Und die Rückmeldungen sind auch gut. Ja. Was habe ich jetzt? Champion. Education. Mama, keine Ahnung. So was hin. Nee.
Was macht man denn auf Education, bitte? So, jetzt ist das Ding hier offen. Ich kenne Education nicht mal. Kann mir, wenn mir das Genre Education jemand erklären kann, bitte in der Beschreibung, in die Kommentare tippen. Wäre zu freundlich von euch, weil ich absolut mit dem Begriff nichts anfangen kann, aber wirklich gar nichts. Das ist halt schade, aber es geht halt nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, was das sein soll. Na ja. So, ich habe einen Levelaufstieg und ich will einen Boost auf Graphics. Ja, weil ich es kann. Ich hätte hier gern Magazinwerbung. Und ich gehe ein bisschen vom Preis runter. So, auf $24. Ach komm, ich nehme die Radiowerbung auch mit. Für das gehen wir ein bisschen teurer. Machen wir $30. Ist ein Education-Spiel, keine Ahnung. Wertungen anzeigen. Ah, Gameplay ist wichtig. Okay, wird ein grottenschlechtes Spiel. Alles verkackt. Alles, was ich brauche, total verkackt. Geil. AI verkackt, UI verkackt, Content Design verkackt, Gameplay verkackt. Geil. Aber ich habe eine Teen-Einstufung. Das wird meine Kosten nie im Leben decken, dieses Spiel. Nie im Leben. Huch, es verkauft sich ja doch gut. Woher denn auf einmal dieses Sinneswandel? Auf einmal verkauft es sich gut. Was ist denn da passiert? Naja, egal. Sind meine Fans drauf aufmerksam geworden, oder wie? Oder haben wir jetzt... Ah, es wird einen leichten Trend für Education-Spiele geben. Deswegen. Ah, das erklärt natürlich einiges. Trotzdem ist es Game-Müll und ich kann meine Kosten sogar noch decken. Ich würde gerne einen neuen Monitor haben. Darf ich einen bestellen? Natürlich, mach doch. Mach doch. So, ich würde mal sagen, ich drücke Pause hier. Ich mache dann Pause für heute. Ich muss das heute noch wirklich fertig kriegen, dass es morgen online ist. Also vorgestern, irgendwie sowas, also Sonntag vor einer Woche, musste dieses Video online sein, das ich heute aufgenommen habe. Und deswegen beende ich schon nach einer Stunde Spielzeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, ihr lieben Units. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei, wenn wir die Spieleszene so richtig, ja, am Arsch kriegen. Und ja, bis dahin, ciao, ciao!